Ansonsten geht's gleich los. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit dem dritten Kampf des Abends. Ich rufe in die blaue Ecke vom MMA aus Nürnberg, Arian Alipur. Ich rufe jetzt in die Rotecke vom Integra Fight Gym Amirion Gafurov. Willkommen, Amirion Gafurov. Meine Damen und Herren, der Kämpfer in der blauen Ecke brachte 61,2 Kilo auf die Waage. Er ist 27 Jahre alt, bei einer Größe von 1,72 Meter. Seine Kampfbilanz: ein Sieg, eine Niederlage, zwei Unentschieden vom MMA aus Nürnberg. Herzlich willkommen, Arian Alipur. Der Kämpfer in der roten Ecke brachte 62,4 Kilo auf die Waage. Sein Alter 23 Jahre, Größe 1,65 Meter. Seine Kampfbilanz
5 Siege, 3 Niederlage vom Integral Fight Gym. Herzlich willkommen, Armian Gafurov! Dieser Kampf im Bantergewicht geht immer 3x5 Minuten. Referee in diesem Kampf, Marco Brösen. Red corner, blue corner. Center of the cage. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself at all times. Make it a good match. Shake hands if you want. Step back to your corners. Marco Brösen, der dritte Mann im Cage für dieses Duell. Deutlicher Größenunterschied. Arian Alipur bringt auch noch den Reichweitenvorteil mit gegen Amirion Gafurov, der in der grauen Ecke, in der roten Ecke Ballon mit der grauen Hose in dieses Gefecht zieht. Blaue Ecke, Arian Alipur mit der roten Hose. Let's go. 3x5 Minuten im Bantamgewicht. Ihr beide sehr sportlich. Ihr habt es gesehen. Shake Hands gleich den Triple Pack. Oh, schöne Rechts-Links-Kombination. Oh, da knallt es wieder. Und dann der Level Change. Single Leg. Sofort geht das Geschehen runter. Kampf ist noch keine 15 Sekunden alt. Da küsst Arian Alipur zum ersten Mal den Boden. Gafurov sehr aggressiv, schnelle Fäuste, hat auch schnell das Ziel getroffen. Er wirkt auch sehr kompakt, wie er da so steht und wilde Schwinger nach vorne zieht. Takedown hinterher. Der hohe Pace, die er anschlägt. Was für ein Slam hier. Hart gelandet. Direkt vor unseren Augen schiebt er hier den Gegner an den Cage. Amirion Gafurov. Mit aller Macht versucht er sein Grappling zu etablieren. 2 Takedowns schon in der ersten Minute. Arian Alipur versucht am Cage hochzuarbeiten. Ja, gelingt ihm auch. Aber jetzt wird er ausgehoben und schon wieder zu Boden gekracht. Mit Schmackes einmal rumgedreht. Also Amirion Gafurov gebaut wie ein Hydrant. Kompakt, stabil. Hat unglaublich viel Power. Man merkt, mit welcher Leichtigkeit, mit welch guter Technik er da zu Werke geht. Vom Integra Fight Gym, 23 Jahre jung, 1,65 groß, versucht jetzt über die Knie zu steigen, über die Beine drüber zu kommen. Ja. So, jetzt hat er es geschafft, isoliert beide Beine vor kurzzeitig, so muss man sagen. Und man sieht auch, dass es umso schwerer wird, da rauszukommen, denn beide Beine sind bekreuzt, liegen übereinander oder aufeinander und der Druck ist natürlich da, also man kann es nicht einfach so rausziehen. Das ist eine Technik, die man von den Dagestani-Ringen auch in den höheren MMA-Organisationen regelmäßig sieht. Habib hat das ja etabliert sozusagen, die Beine zu verklammern, zu verknoten und den Gegner so immobil zu machen. Das Ziel ist natürlich, weiter hochzusteigen an den Körperlinien. Jetzt wird die Knielinie passiert, dann ist man an der Hüftlinie. Jetzt Top Half Guard. Das ist schon mal eine sehr gute Position für den Ringer. Wenn du dir da den Underhook holst, kannst du mit der anderen Hand schlagen. Ja, ich dachte auch, er richtet sich hier vielleicht auf und lässt Ground and Pound regnen. Aber vorerst die Kontrolle, sein Hauptaspekt hier. Ja, gut, die Guard zurück etabliert hier von Arian Alipur. Kann das Geschehen da stabilisieren. Den Druck ein wenig abfangen, den Amirion Gafurov hier ausschüttet im Oktagon der GMC. Schöner Elbow von ihm. Also die Runde läuft bisher ganz klar für Amirion Gafurov. 3 Takedowns bis jetzt. Es gelingt ihm noch nicht ganz, eine Schlagposition herzustellen. Aber er ist der dominantere Mann, der aggressivere Mann. Er beherrscht das Oktagon und landet wieder eine harte Rechte. Ja, gutes Ground and Pound, gute Schläge. Er feuert jetzt auch nicht los wie ein Wilder, sondern schaut immer wieder sich so ein bisschen eine Lücke aus. Das ist jetzt eine gefährliche Position für Alipur. Die Guard aufgemacht, um den Gegner wegzustoßen. Aber Gafurov kommt mit einer Menge Druck hier. Sehr schwer, den loszuwerden. Wie eine Klette hängt da dran am Gegner. Macht die Räume eng, macht Druck. Ja, das rechte Bein vom Rücken aus an die Hüfte gedrückt. Also will es Gafurov hier auch nicht einfach machen, muss jetzt aber loslassen. Schließt die Guard und Gafurov mit einem Hammerfist von oben. Gut eine Minute auf der Uhr. Der Kampf bisher läuft ganz klar für Amirion Gafurov. Richtet sich jetzt auf. Muss aufpassen, Arm soll isoliert werden, aber überwindet einfach das Bein und will dann in die Side Control reingehen. Full Mount, nee.
Top Halfguard hier nochmal gesichert in letzter Sekunde von Alipur. Ja, so ganz einfach will es Alipur ihm natürlich nicht machen. Man merkt aber auch vom Rücken aus, er arbeitet sich meistens gut wieder heraus. Also ist er auch versiert auf der Matte. Versteht, was mit ihm passieren soll und kann Verteidigungsbrücken herstellen. Das auf jeden Fall. Also ist ja nicht wehrlos, das ist keine 10-8-Runde, aber es ist eine 10-9 für Gafurov, der stets das Tempo macht, der stets der Initiator der Aktionsfolgen ist. Jetzt Sweep-Versuch, Leglock angesetzt von Alipur. Streckte das Bein, aber das Knie flutscht da so raus. Also da gibt es jetzt nichts mehr zu holen, aber nochmal zum Abschluss. Ground and Pound von Gafurov. Oh, und das sind böse Ellbogenstöße. Hammerfist an den Kopf. Klare Runde für den 23-Jährigen vom Integra Fight Gym. Ihr actionreiches Duell fing im Stand an. Beide haben richtig losgefeuert. Und dann gab es diesen schönen Takedown, den man hier sieht. Einfach kurz an dem Bein gerüttelt, die Hüfte weggedrückt. Und dann zwei schöne Slams hingelegt von Gafurov. Einmal gratis Flugstunden und nochmal Gegner rumgedreht. In der Side Control gelandet. Respektabel auf jeden Fall. Zum Abschluss gab es ein paar saftige Hände. Gute Runde für Amiron Gafurov, der da diszipliniert und konstant gearbeitet hat. Also Runde 2. Arian Alipur kommt aus dem Boxen. Bringt ja auch den deutlichen Reichweitenvorteil mit. Versucht auch im Stand die Reichweite zu etablieren, seine Distanz zu finden. Ja, bislang war es ja tatsächlich Gafurov, der diese Treffer ins Ziel brachte in Runde 1. Mal schauen, ob Alipur jetzt sein Boxen reinbringt. Da gibt es ein schönes Knie zum Kopf. Aber schön gesprawlt hier. Die Hüfte nach hinten weggeschoben von Alipur. Mal sehen, ob er jetzt diesen Clinch-Abtausch überstehen kann gegen den bisher dominanten Amiron Gafurov. Da versucht das Bein wegzuhaken. Gut verteidigt von Alipur. Jetzt wieder erstmal auf Abstand. Frontkick. Alipur trainiert seit 2017 im MMA. Davor, wie gesagt, Boxen und Kickboxen. Oh. Striking, sehr, sehr versierter Mann vom MMA Nürnberg. Aber hat es noch nicht zeigen können hier. Jetzt wieder ein Level Change. Sofort ist er wie ein Terrier am Bein. Das sieht unglaublich einfach aus, wie er das macht. Ist es tatsächlich aber nicht, Elias. Also wenn man das im Training probiert, man muss pfeilschnell sein, man muss das richtige Timing haben und natürlich auch diese Dynamik mitbringen, diese Explosivität. Und das hat Amiron Gafurov jetzt schon ein halbes Dutzend Mal gezeigt. Ja, offenbar hat er die Erfahrung, merkt auch direkt, wenn das Gleichgewicht da ist vom Gegner und kann das einfach manipulieren, je nach hinten schieben. Und ich glaube, man muss eine ordentliche Klasse besitzen, damit es eben nach außen so einfach ausschaut. Gafurov hat hier die Ringerschuhe an in diesem Duell bis hierhin. Holt sich einen Takedown um den anderen und dann ist er einfach unbequem. Das sieht nicht nach viel aus, das ist nicht unbedingt spektakulär, aber das gewinnt Runden. Und da kassiert er fast den Sweep, aber mit Körperkraft holt er sich die Position zurück. Bulliger Kerl, kompakter Mann. So, verharrt jetzt ganz kurz und dann gibt es einen Ellbogen über rechts außen. Marco Brösen, der Referee, schaut sich das Ganze an. Hat einmal in die Hände geklatscht, so nach dem Motto, ein bisschen mehr Action will er sehen. Die Guardarbeit stabil von Arian Alipur, also er lässt nicht zu viel zu, versucht auch immer wieder mal einen Arm zu isolieren. Aber Gafurov einfach mit zu kompakter Physis auch, hält die Arme eng am Körper, lässt den Kopf unten. Schiebt in den Gegner rein. Kommen immer wieder diese Hände. Er taucht da immer wieder kurz auf. Mit Posture quasi. Hat er dann die ideale Schlagposition. Alipur arbeitet fleißig, kommt aber nicht so richtig raus. Und kommt auch nicht mit seinen Stärken zur Geltung bisher in diesem Duell.
Er versucht immer wieder diesen Butterfly von der Außenbahn, von links außen, die Hüfte hochzuziehen, hochzudrücken von Gafurov, um ihn nach rechts zu kippen. Ein-, zweimal probiert, einmal kurz gelungen, dann hat sich Gafurov aber wieder zurückgedreht. Marco Brörsen lässt beide jetzt aufstehen, da ist ihm zu wenig passiert. Und gut 1:30 noch auf der Uhr in dieser zweiten Runde. Auch diese läuft bisher für Gafurov. Aber Alipur hat jetzt natürlich Blut geleckt, sieht jetzt nochmal eine Chance, um sein Striking auszupacken. Jagt den Gegner jetzt. Ah, dann ist er zu unbekümmert, geht zu schnell ran und wird wieder geslammt. Da wollte ich gerade sagen, es sieht so aus, als ob er erstmal durchatmen muss. Ein bisschen wieder Luft holen in seine Lungen und dann holt er aus dem Nichts diesen Slam wieder raus. Also ich wäre tatsächlich der Meinung, dass Alipur hier eine gewisse Distanz wahren muss und den Gegner kommen lassen muss und dann beim Reingehen abkontern, dieses in die Pocket gehen, nah rangehen, ist Gift gegen so einen dominanten Ringer. Und jetzt hat hier Gafurov die Side Control. Macht sich schwer, drückt die Schultern platt, hat 40 Sekunden Zeit, um jetzt Schaden anzurichten. Zum Beispiel mit dem rechten Ellbogen. Ja, konzentriert sich eher darauf, die Position zu halten, die Hüfte mitzunehmen. Macht einen kleinen Schritt nach vorne. Also in der letzten Runde muss Alipur dringend mit dem Jab arbeiten, dringend die Frontkicks einsetzen. Er muss den Gegner beim Reingehen abkontern, sonst sehe ich hier die Fälle davon schwimmen. Kurzer Ellbogen von Gafurov, der dann nochmal Schaden macht, den Unterarm und das Kinn bohrt. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Die Runde läuft für Gafurov, der hier kein Risiko mehr eingeht. Und nochmal eine harte Rechte und 2 Hammerfists landet. Ja, unglaublich unangenehm von oben, macht sich schwer, drückt auch immer mit dem Unterarm in den Halsbereich. Er macht es eben Alipur umso ja, diffiziler tatsächlich da mal zu atmen und den Kopf immer wieder zur Seite zu drücken. Er muss sich quasi immer bewegen, er muss immer kurz reagieren. Er kann nicht einfach still da liegen und es mit sich machen lassen sozusagen, sondern er muss immer was tun und das raubt natürlich auch Kraft. Ja, um meinen Jiu-Jitsu-Coach zu zitieren, wo der Kopf hingeht, geht meistens auch der Körper hin. Und so ist es auch hier, wenn du den Kopf nach unten drückst, die Schultern platt machst, ist der Gegner ein stationäres Ziel und kann da natürlich auch nicht arbeiten. Deswegen gute Positionskontrolle von Gafurov. Ich sag nochmal, es ist nicht unbedingt spektakulär. Er könnte vielleicht etwas mehr machen aus diesen Positionen, aber den Kampf gewinnt er glasklar. Ja, und jetzt natürlich die große Frage, die du schon in den Raum geworfen hast. Was gibt es in Runde 3 zu sehen von Alipur? Kann er seine Strategie ein bisschen ändern? Kann er vielleicht im Standpunkten, kann er sein Boxen zeigen? Oder läuft er schon wieder in diese Konter, in die Gefahrenzone, in die Takedowns von Gafurov? Er muss lang bleiben. Alipur, der Mann vom MMA Nürnberg, muss lang bleiben mit Frontkicks. Ich will den langen Jab sehen, ich will Distanzkontrolle sehen, Distanzmanagement. Das ist die Distanz, aus der er arbeiten muss. So 1,50 Kickbox-Distanz. Der Bodykick wäre jetzt auch offen mit dem rechten Bein für Alipur. Kommt aber wieder rein mit dem Flying Knee. Er müsste aber wissen, wenn er da rein stürmt, gerät er natürlich in die Gefahr, dass sein Gegner einmal kurz abtaucht und ihn greift, so wie jetzt, und sich den Takedown holt. Wenn du der Aggressor bist, wenn du nach vorne gehst, bist du immer ein Ziel für den Ringer. Der taucht ab, zeigt den Level Change, geht unter dich rein und dann passiert das hier, was wir jetzt ja vielleicht schon 1000 Mal gesehen haben in diesem Kampf. Takedown, Kontrolle, die Sekunden laufen davon und Alipur kann nicht das zeigen, was ihn stark macht. Ja, er versucht auf die Seite zu steigen, sich auf den Ellbogen hochzudrücken, mit dem Rücken im Käfig da nochmal frei zu kommen, wegzukommen, aber keine Chance gegen so einen Mann wie Gafurov. Ja, was Alipur hier braucht, ist der Underhook an der linken Seite von Gafurov. Er muss da links rein, sonst passiert das hier. Jetzt greift er um. Gegner macht sich einfach schwer und steigt ihm auf den Rücken vielleicht sogar. Fast her, genau. Jetzt hat er den Underhook mit dem blauen Handschuh, oben sieht man es. Da kann er die Position stoppen, da kann er sie zu seinen Gunsten drehen. Ja. Aber es ist halt auch so schwierig. Ich meine, da geht eine Lawine über dich drüber. Gafurov bringt so eine Flutwelle an Dominanz hier ins Oktagon. Ist natürlich auch verdammt schwer, da immer spontan richtig zu reagieren. So, jetzt sieht es so aus, als ob er fast auf die Beine hätte springen können. Aber Gafurov
noch an der Hüfte gedrückt und versucht jetzt selbst die Backmount zu bekommen. Er hat links den Hook eingestellt. Rechts rettet der Cage noch das Notwendigste für Arian Alipur. Ja, der sagt, ich lass mich lieber fallen, anstatt dir den Rücken zu geben. Riskiert jetzt fast die Full Mount. Three-Quarter-Mount jetzt fast, das ist keine Half-Guard mehr. Ja, jetzt ist die Full-Mount etabliert. Jetzt wird's gefährlich. 3 Minuten auf der Uhr, alle Zeit der Welt jetzt für Amirjon Gafurov. Alipur versucht jetzt zu stallen, versucht die Position einfach zu negieren, um das Aufstehen zu erzwingen. Lässt den Arm da hängen. Muss aufpassen. Die Arm-Triangle abgetaucht. Ganz genau. Was ihm hier das Leben rettet, ist diese Umklammerung des linken Beines tatsächlich von Gafurov. So kann er die Hüfte noch einigermaßen kontrollieren, kann das Hochsteigen verhindern. Die defensive Guardarbeit, ich wiederhole mich da gerne, solide von Alipur, aber für richtige Offensive reicht es nicht. Er hat natürlich einen Mann auf sich sitzen, der da sehr begabt ist in dem, was er tut. Und man merkt es auch, jeden kleinen Zentimeter, den er sich da arbeitet, den holt sich dann Gafurov wieder zurück, dreht und drückt sich wieder in die richtige Position, lässt da noch Ground and Pound von oben runter hageln. Also er macht Alipur das Leben richtig zur Hölle hier. Ja, dieser Stil, der ist so hässlich wie ein eingewachsener Zehennagel. Oh. Wenn man den auf sich sitzen hat, jetzt schon 13, 14 Minuten lang, das ist natürlich nicht angenehm, das saugt dann in Kraftreserven. Alipur versucht jetzt wieder mit den Ellbogen von der Seite zu kommen, versucht irgendwas zu machen, auch den Punktrichtern zu signalisieren. Ich bin da, ich schlage, ich versuche Schaden zu machen. Aber es sind keine Positionen, die dafür gemacht sind, dominante, harte Schläge anzubringen. Marco Börsen bringt sich schon wieder in Position. Gafurov macht jetzt nicht mehr viel. Ja, und jetzt lässt Börsen beide aufstehen. Es war ihm zu wenig, was da an Offensive ausgeschüttet wurde von Gafurov. Hier etwas mehr als 1 Minute auf der Uhr. Jetzt die Chance nochmal zum Schlaghagel, zum Schlagwechsel für Arian Alipur. Der wird aber wieder nach hinten gedrängt. Und man muss sagen, so schlecht ist das Striking von Gafurov nicht. Oh. Also er trifft durchaus und er arbeitet sich dann die Fenster, die Öffnungen für diese Takedown-Möglichkeiten. Ist wieder am Single Leg dran, dreht dann gegen die eigentliche Balance-Richtung des Gegners, bringt ihn wieder runter und ich glaube, Elias, das war's. 50 Sekunden auf der Uhr, das sollte reichen hier für Gafurov, um das nach Hause zu reiten. Ich denke, es ist auch sehr frustrierend für Alipur, der dann kurz wieder auf den Beinen ist und sich denkt, okay, jetzt versuche ich mal was. Und dann landet er genau dort, wo er die letzten 2,5 Runden den Großteil der Runden verbracht hat. Ja, das zerschlägt dir einfach die Moral mit dem Vorschlaghammer, wenn du denkst, du bist wieder oben, so, jetzt lege ich los, zack. Sitzt du wieder auf dem Hosenboden. Und ja, jetzt kommen die Ohrfeigen, die Palmstrikes von Alipur. Also der versucht hier wirklich alles, was ihm noch einfällt. Aber ich glaube, das ist eine klare Sache hier für Gafurov. Der 23-Jährige ist sehr überlegen, wirkt auch sehr reif, wie er kämpft. Macht keine dummen Sachen, trifft gute Entscheidungen. Ja, das Ding sollte durch sein. Der Drops ist gelutscht. Ja, überzeugend. Amirjon Gafurov hat einfach sein Ding gemacht, hat einfach losgelegt, über 3 Runden den Großteil dominiert, immer wieder Takedowns geholt, schöne Slams dazwischen geworfen, dem Striking von Alipur entkommen zu großen Teilen und auch selbst gute Treffer gesetzt. Von daher sollte es hier keine Überraschung geben, denke ich, auf den Punktrichterkarten in kurzer Zeit. Gibt es dann das offizielle Ergebnis. Ja, nochmal der Hinweis, das war der letzte Prelim-Fight für heute. Jetzt gibt es weiter dann auf dem GMC Fight Pass. German-MMA.de, das ist eure Adresse für 7 packende Fights. Und da wird nochmal gesuplext hier. Schöne Aktionen. Also ich glaube, da ist man sich der Sache sicher. Das sollte deutlich gereicht haben für einen einstimmigen Punktsieg. Also ein paar Slams, ein paar Suplexes haben wir gesehen. Das hat uns, denke ich mal, ordentlich gefreut. Einen gibt es als Bonus oben drauf. Klasse. Meine Damen und Herren, nochmal riesen Applaus für die beiden Fighter. Dankeschön. Wir haben einen Sieger in diesem Kampf, meine Damen und Herren, durch 13:0 Richterstimmen und Sieger die Rote Gamirov Gafurov. Also einstimmiger Punktsieg, wie vermutet, für Amirjon Gafurov. Das waren die Free Prelims hier auf dem GMC YouTube-Kanal.
switcht rüber zum GMC Fight Pass oder kommt vorbei hier in die GMC Arena. Ja, das ist die Story des Kampfes, Elias. Einfach zu gut die Takedowns, zu gut das Timing und dann einfach auch mit solider Kondition das Ding nach Hause gebracht. Ja, unaufhaltsam immer wieder diesen Gameplan durchgezogen, von Anfang bis Ende. Also da gab es nicht viel zu holen. Die kleinen Möglichkeiten für kurze Zeit Alipur auf den Beinen, aber da konnte er nicht viel draus machen. Hat es auch selbst riskiert mit diesen eingesprungenen Knien etc. Und dann natürlich leichte Beute. Und hier sehen wir nochmal den schönen Suplex. Hier noch ein paar Verbraucherhinweise und dann geht's weiter. Let's go!